Dr. Kellenberger, Sie haben im Kinderspital in Zürich seit 10 Monaten eine Starly-Videokonferenzlösung im Einsatz. Wie und wofür nutzen Sie die? Also wir brauchen sie vor allem für Konferenzen mit anderen Kliniken. Das heisst so etwas wie ein Tumorboard, wo Patienten besprochen werden, die Krebserkrankungen haben. Und da sind auswärtige Ärzte dabei von anderen Spitälern, andere Spezialisten. Also bei uns sind mehrere Spezialisten im Raum drin und die Auswärtigen tun eigentlich sich zu uns zuschalten über das Videokonferenzsystem und mitdiskutieren und Bilder anschauen, die wir auf unserer Seite zeigen. Was ist Ihnen besonders wichtig an der Videokonferenzinfrastruktur? Dass es relativ einfach funktioniert, so wie andere Produkte wie Skype oder Google Hangout oder was auch immer. Und dass es zuverlässig funktioniert. Für uns als Spital ist natürlich wichtig, dass es ein sicheres Kommunikationsmedium ist. Und ich glaube, das ist beides geil mit Starlib. Was schätzen Sie speziell am neuen Videokonferenzsystem von Starlib? Dass wir eigentlich Kontrolle haben. Wir Spitalkontrolle hätten mehr, dass teilnimmt an diesen Videokonferenzen, dass wir selber dürfen die Leute einladen dürfen, dass wir selber können bestimmen, wer das da mitmacht und dass das nicht von irgendeinem Provider vorgegeben wird oder irgendeine Community, die da darf mitmachen oder soll mitmachen oder eigentlich bestimmt, wer und wie es funktioniert. Das, es war für uns schon wichtig, dass wir das Ganze selber, es ist ein kürzerer Weg, dass wir das selber können organisieren und bestimmen. Können Sie die Starlib-Lösung mit gutem Gewissen weiterempfehlen? Ja, auf jeden Fall. Wir werden das auch weiterhin brauchen. Herr Dr. Kellenberger, besten Dank für Ihre Zeit. Martin Henke, wer ist die Firma EOTech? Die Firma EOTech ist ein Systemintegrator im Bereich der professionellen Audio-Videotechnik. Wir begleiten unsere Kunden über den ganzen Anlagenlebenszyklus. Das heisst, wir fangen an bei der Analyse und der Planung der Anlagen, über die Installation und Integration. Und hinten raus unterstützen wir auch bei technischen Störungen im Betrieb mit unseren Serviceleistungen. Machen wir das im Bereich von Videosicherheitsanlagen und professionellen Audio-Videotechnik-Installationen, Sitzungszimmer, Auditorien, Videokonferenzstudios. Was kann die Firma EOTech zu den Videokonferenzlösungen von Starlib dazu beitragen? Der Beitrag von der EOTech zu der Gesamtlösung ist die notlose Integration in die Medientechnik vor Ort. Das heisst, wir schauen, dass wir hervorragenden Ton von dem Mikrofon bekommen, dass wir hervorragenden Ton für Teilnehmer hier haben, dass wir gute Bilder haben. Und das alles zusammen einfach zu bedienen ist über eine individuell programmierte Touchpanel-Lösung, sodass Benutzer, die die Anlage nicht regelmäßig brauchen, trotzdem verstehen, wie das funktioniert und intuitiv bedienen können. Hans Gelo, wer ist die Firma Colabcom? Colabcom ist ein Unternehmen, das seit 2005 auf dem Markt ist. Wir sind zu 100% auf Videokonferenz fokussiert. Für uns ist es extrem wichtig, dass die Lösungen, die wir den Kunden anbieten, zuverlässig sind und einfach sind zum Bedienen. Mit Starlib haben wir hier eine optimale Lösung. Das Unternehmen ist ISO 27001 zertifiziert mit einem Cloud-Service und hat eine Downtime von maximal 5 Minuten pro Jahr. Wie sieht denn das Zusammenspiel mit der Microsoft-Welt aus? Die Starlib-Lösung zeichnet sich dadurch aus, dass sie optimal mit der Microsoft-Lösung zusammen kooperiert. Es ist eine Ergänzung zu den Microsoft-Produkten. Und so können unsere Kunden eine optimale Lösung haben, wo sie beide Welten idealerweise kombinieren und nutzen können.